Hallo, mein Name ist Sören Schumann, ich bin ganzheitlicher Ernährungs- und Gesundheitsberater und in diesem Video geht es um meine ganz persönlichen Lieblinge und zwar die Hautärzte bzw. ein kleines Best-of, was die so von sich geben bezüglich Hautproblemen und auch Akne. Und zwar der erste Punkt, es wird natürlich immer alles schön auf die Gene geschoben. Das heißt, haben vielleicht einige von euch auch schon gehört, ja, die Gene sind schuld. Man kann nichts machen, man ist der Situation hilflos ausgeliefert und ja, also man kann nichts machen und die Gene sind halt so und man kann darauf auch nicht einwirken, weil man hat halt dieses Material und das ist halt der einzige Faktor, der über unsere Gesundheit bestimmt, die Gene. Also man kommt quasi auf die Welt und der gesamte Lebensweg ist schon vorbestimmt. So ähnlich wird es ja teilweise dargestellt. Es ist natürlich kompletter Quatsch, weil die Gene nur ein kleiner Faktor sind in dem ganzen ganzheitlichen Modell, wo hier diverse Faktoren eine Rolle spielen. Also zum Beispiel die Ernährung, dann wie geht es dem Darm, wie geht es der Leber, wie geht es den Nieren zum Beispiel, wie bewege ich mich, nehme ich die richtigen Vitalstoffe ein oder habe ich auch schon mal Entgiftungskuren durchgeführt, habe ich mich gereinigt innerlich. Solche Geschichten. Natürlich, die Psyche spielt einen extrem wichtigen Faktor, das richtige Mindset. Und dementsprechend kann man diese Aussage leider nicht ganz für voll nehmen. Natürlich dient es auch dem Geschäftsmodell des Kollegen in dem, oder der Kollegin in dem weißen Mantel. Wenn man selber aufgrund des Leidensdruckes und wenn man kein Wissen hat, nicht kritisch genug ist, dann halt diesen Vorwand glaubt. Aber es ist natürlich nicht die Wahrheit. Obwohl der Leidensdruck da ist und obwohl man nicht so viel darüber weiß, sollte man halt auf jeden Fall. Also ist mein Ziel, dass du weißt, dass die Gene nicht der zentrale Faktor sind. Ja, dann wird halt auch gern gesagt, dass die Hormone halt eine sehr große Rolle spielen, beziehungsweise dass die Hormone einfach so sind, wie sie sind. Und man kann leider nichts daran machen. Klar. Das stimmt, der Hormonhaushalt spielt eine große Rolle beim Thema Hautprobleme, allgemein beim Thema Gesundheit. Aber es wird häufig so hingestellt, als wenn man nicht wirklich was daran machen könnte, beziehungsweise es werden irgendwelche synthetischen Hormone gegeben. Also mir wurde zum Beispiel gesagt, ja, also wenn du 30 bist, dann könnte es halt irgendwann besser werden, könnten sich die Hormone bis dahin einpegeln, aber das weiß man auch nicht so recht. Und also ich denke, mit 30 ist man dann doch schon langsam aus der Pubertät raus. Deswegen kann ich halt diese Aussagen auch nicht so für voll nehmen, beziehungsweise wird halt nicht an den Ursachen geforscht, warum das dann hormonelle Probleme gibt, sondern es wird halt gesagt, ja, es ist halt so, man kann dagegen nicht so viel machen und man ist quasi wieder diesem Problem ausgeliefert, beziehungsweise muss dann vielleicht das eine oder andere Mittelchen nehmen, was der Hautarzt dir verschreibt. Ja, ein wichtiges Thema ist auf jeden Fall auch das Thema Sonne. Also es wird ja teilweise so dargestellt, als wäre es der größte Gesundheitskiller überhaupt. Das heißt, dass man direkt Hautkrebs bekommt, wenn man mal 2 Minuten in der Sonne ist oder dass man direkt Falten bekommt oder dass sich ja, die Haut viel zu schnell altert, ist natürlich auch kompletter Quatsch, meiner Meinung nach. Ja, mir wurde. Also ich teile mal 2 Geschichten mit euch, die eigentlich sind sie traurig, aber ja, wir sind schon wieder so traurig, dass man drüber lachen muss. Und zwar, also einmal hat mir eine Hautärztin erzählt, ganz stolz, dass sie jetzt in den Winterurlaub fährt und ja, schon präventiv, also sie nimmt auf jeden Fall einen schönen Lichtschutzfaktor 30 mit in den Winterurlaub, um sich optimal schützen zu können vor der Sonne, damit ja. Also das Hautkrebsrisiko schön weit unten ist, beziehungsweise dass ihre Haut nicht altert. Und sie war richtig stolz darauf, mir das zu erzählen und war komplett davon überzeugt, dass sie da das Richtige tut und sich vor der bösen, bösen Sonne schützt. Und natürlich, wenn man halt ja auf diese Autoritäten hört, wie ich es damals auch gemacht habe, dann glaubt man natürlich an den Schmarrn. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich war mal einen kompletten Sommer, weil ich gehört habe auf unsere Halbgötter in Weiß, war ich nicht in der Sonne. Also
Beziehungsweise wenn ich war, dann habe ich mir immer vorsorglich halt einen schönen Lichtschutzfaktor auf die Haut geschmiert, dass ich, ja, dass da ja keine Sonne rankommt, weil das ist ja ganz, ganz schlimm. Und was ist passiert? Natürlich, erstens sah ich aus wie ein weißer Käse. Zweitens wurde meine Haut immer schlimmer. Drittens, weil mein Vitamin-D-Spiegel immer mehr in den Keller ging, wurde natürlich auch mein Immunsystem schwächer und meine Psyche wurde auch negativ beeinflusst oder beeinträchtigt. Alles nur, weil ich halt auf den weisen Rat gehört habe. Natürlich ist es nicht so, dass man, ja, wenn man eine Hautfarbe hat, wie mein Hemd ungefähr, dass man sich dann im Hochsommer bei 40 Grad 4 Stunden an den Strand legen sollte, in die Mittagssonne und sich da schön durchbrutzeln lässt. Dann bekommt man natürlich einen Sonnenbrand und das ist natürlich nicht gesund. Aber wenn man sich schrittweise an die Sonne rantastet und erstmal mit weniger Intensität anfängt und mit auch einer geringeren Dauer, dann kann man auf jeden Fall enorm von der Sonne profitieren. Also natürlich, Vitamin D spielt eine ganz wichtige Rolle, aber das soll jetzt nicht Thema dieses Videos sein. Zum Beispiel hilft die Sonne auch dabei, Entzündungen schneller abheilen. Es wirkt gut auf die Narben bilden sich zurück. Oder was sind noch gute Wirkungen? Natürlich, wenn man halt ein brauneres Gesicht hat, dann fallen die Hautunreinheiten viel weniger auf. Das wirkt natürlich auch nochmal auf die Psyche. Allgemein, ja, der Vitamin-D-Spiegel ist auch enorm wichtig für das Immunsystem, für die Psyche. Deswegen werden im Winter ja auch alle Leute krank bzw. bekommen Winterdepressionen. Und noch ein wichtiger Faktor, der Sonnenschutz, also sagen wir mal 99% des verkauften Sonnenschutzes ist auf jeden Fall absolut gesundheitsschädigend. Also mit diesen Inhaltsstoffen, die da drin sind, die sind sogar viel eher hautkrebserregend als die Sonne selber, aber das soll jetzt nicht Thema des Videos sein. Sonne hat auf jeden Fall eine extrem positive Auswirkung auf die Gesundheit, wenn man sie richtig dosiert und sich langsam daran gewöhnt. Ja, ein weiteres Lieblingsthema von mir, die Ernährung. Was haben mir Hautärzte dazu gesagt? Und zwar, ja, wurde mir gesagt, ja, die Ernährung spielt leider keine Rolle. Also, tut mir leid, da kannst du jetzt nicht viel machen. Das sind halt die Gene. Und weil ich war ja auch schon, na, wenn man da ein paar Jahre dieses Problem hat und der Leidensdruck groß ist, dann will man ja auch irgendwann mal selber aktiv werden und da eine Lösung finden. Deswegen habe ich nachgefragt, ob ich denn was an der Ernährung machen kann. Und das Einzige, was ich in die Richtung gesagt bekommen habe, ist so, ja, also wenn du dich nicht nur von Fastfood und Süßigkeiten ernährst, dann spielt die Ernährung auf jeden Fall keine Rolle. Wenn du dich normal und ausgewogen, was natürlich auch ein sehr dehnbarer Begriff ist, ernährst, dann spielt es keine Rolle. Also ich meine, ausgewogen kann ja auch heißen, dass man zum Frühstück einen Döner isst und zum Mittag eine Pizza. Also auf jeden Fall wurde gesagt, so Ernährung spielt keine Rolle. Muss ich leider auch sagen, dass es meiner Meinung nach totaler Quatsch ist, weil das ein zentraler Hauptfaktor ist. Ja, Medikamente. Was wird gemacht? Also da wir ja dem Problem ausgeliefert sind, nichts machen können wegen der Gene, die Ernährung keine Rolle spielt und wir uns vor der Sonne schützen, müssen natürlich Medikamente verschrieben werden als einzige Lösung. Das kann erstmal harmlos anfangen mit ein paar Salben, die man sich oben drauf schmiert. Die haben jetzt nicht so viele Nebenwirkungen, aber sie helfen natürlich auch nicht. Es gibt natürlich auch härtere Geschütze, wie zum Beispiel diverse Antibiotika. Man kann die von außen auftragen, wo die aber auch langfristig die Hautflora zerstören. Und natürlich noch schädlicher ist es, wenn man sie innerlich einnimmt, weil dann die komplette Darmflora zerstört wird langfristig und das Immunsystem extrem darunter leidet, die Verdauung extrem darunter leidet. Und noch eine Stufe höher ist dann solche Sachen wie Aknonomin mit dem Wirkstoff Isotretinoin, der zum Beispiel auch zu Depressionen und zu Selbstmord führen kann. Aber das bearbeiten wir nochmal in einem anderen Video. Also für euch ist es nicht so gut, die Medikamente zu schlucken, beziehungsweise kann es auch sehr, sehr negative Auswirkungen haben aufgrund der Nebenwirkungen. Für den Arzt ist es natürlich umso besser, wenn er quasi die Medikamente verschreibt. Da kassiert er natürlich auch ein bisschen Provision, beziehungsweise wenn es nichts bringt und ihr immer wieder zu ihm hinkommt und das nächste Medikament dann ausprobiert wird, freut natürlich auch die Pharmaindustrie. Aber ja,
Langfristig helfen sie natürlich nicht weiter, weil auch sich nie auf die Ursachen fokussiert wird, sondern immer nur an den Symptomen herumgedoktert wird, beziehungsweise diese verschoben werden. Ja, Erfolge. Welche Erfolge können dann die Hautärzte aufweisen? Also bei mir auf jeden Fall gar keinen. Bei mir hat das überhaupt nichts gebracht. Also außer, dass es mal zwischendurch besser wurde und danach noch schlechter. Aber wenn man sich auch mal so die Praxen anguckt, die sind natürlich immer prall gefüllt. Und dementsprechend kann man sich ja schon zusammenreiben, wie wirksam denn diese Therapien sind, die man ja veranlasst. Die Medikamente, die man verschreibt, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Aber ich denke, wenn man eins und eins zusammenzählen kann und sich Stück für Stück die Puzzleteile zusammensetzt, dann wird man schon ja merken, dass das langfristig die Erfolgschancen, Erfolgsraten sehr, sehr gering sind. Ja, was sind jetzt die Lösungen? Was sind die Lösungen? Wir wollen ja wieder was daraus lernen. Also, ich würde dir auf jeden Fall raten, nicht mehr zum Hautarzt zu gehen. Beziehungsweise wenn, dann nur zu irgendwelchen Kontrollen wie Leberflecke oder so. Aber jetzt, wenn ihr dann anfangen will, irgendwelche Medikamente zu verschreiben, dann würde ich halt die auf jeden Fall nicht einnehmen. Und was würde ich stattdessen machen? Ich würde alle anderen Faktoren schrittweise aufbauen, beziehungsweise in, ja, positiv beeinflussen, optimieren und dann, also und das Problem quasi auf natürlichen Wege von innen heilen, weil diese Hautprobleme kommen zu 90-95% immer von innen. Das heißt, die richtige Ernährung ja, integrieren, Sonne in einem gesunden Maße integrieren und weitere Naturheilverfahren integrieren, auf die wir noch in den anderen Videos zu sprechen kommen. Das kann ich dir auf jeden Fall mitgeben, dass Hautärzte, also ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, da oft ja leider daneben liegen und dass es viel mehr Sinn macht, wirklich an den Ursachen zu arbeiten und dann halt natürlich noch von den ganzen anderen Aspekten, von den ganzen anderen positiven Effekten zu profitieren, weil natürlich, wenn die Haut gesund ist, beziehungsweise wenn man die ganzen Maßnahmen trifft für eine gesunde Haut, dann wird die Allgemeingesundheit natürlich auch immer extrem gefördert und die Leistungsfähigkeit wird besser, die Psyche wird besser, das spielt ja alles damit rein. Ich hoffe, du konntest wieder einiges mitnehmen und ich konnte dir da ein paar Denkanstöße geben, wenn du das nächste Mal zum Hautarzt gehst, beziehungsweise ja, vielleicht gehst du ja gar nicht mehr hin. Und ansonsten würde mich mal interessieren, was ihr so für Erfahrungen gesammelt habt, was euer Best-of ist von ja, Kommentaren von Hautärzten oder auch allgemein von normalen Ärzten. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, weil es für mich ein sehr spannendes Thema ist. Deswegen schreibt mir das auf jeden Fall mal ruhig in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.